Willkommen zurück zu Pikmin 3, Tag 30. Oha, in Pikmin 1 wäre es der letzte Tag. Und apropos Pikmin 1, wir müssen Olima retten, hier im Turm der Einsamkeit. Wir haben heute viele gute Pikmin verloren. Es war nicht ihre Schuld, Captain. Und wie es seine Schuld war? Die armen Pikmin! Aber wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben, sonst war ihr Opfer vergebens. Bei einer Explosion sind fast alle Pikmin draufgegangen. Im Turm der Einsamkeit haben wir schon viel uns an Land gezogen, haben viele Mauern zerstört und. Ich weiß auch, was wir machen müssen, aber es ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, weil die Pikmin Olima dauernd fallen lassen, wenn man so ruft, und da kommt schon wieder das Schleimmonster und dann müssen wir es nochmal bekämpfen und. Da verlieren wir keine Zeit. Im Feld 1? Okay. Nehmen wir mal nur 19 Felspikmin mit. Weiß der Geier. So. Ja, irgendwo muss noch eins im Boden stecken. Da waren noch diese komischen Greifer, die genervt haben. Und zwar bestialisch haben sie genervt. Tja, sind jetzt alles Blattpikmin. Versteht sich von selbst, weil... Ja, unsere beste Garde ist eigentlich draufgegangen. Okay, dritter Versuch. Wir haben uns nicht rühmlich angestellt. Das stimmt schon. Und es gibt keine Anzeichen, dass es jetzt besser wird. Aber ich versuch's trotzdem. Wollte gerade sagen, da ist er doch. Wollte sagen, wo ist er denn? Das kennen wir jetzt ja schon. Diesmal überspringe ich's. Man kennt das alte Lied. Die Pikmin wissen, laufen nicht automatisch, sondern lassen sich führen. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Noch ist es Fia nicht da, deswegen. Wenn wir Bomben finden würden, könnten wir uns damit schon mal ausrüsten. Hätte auch was. Bam, 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 bam. Oder was gibt's hier? Ach komm schon. Lame! Was ist es? Logbuch 10. Wieder gefangen. Wie oft ich auch fliehe, jedes Mal werde ich zu diesem Turm zurückgebracht. Dieses Mal verging ein Tag, seit ich das Bewusstsein verlor. Wann wird es mir nur gelingen, dieser Kreatur zu entkommen? Befreit mich aus diesem niemals endenden Albtraum! Ah, ich verliere wieder das arme Olima. Ich will Bomben da drin finden! Egal, es gibt ja mehr als genug Bomben im Turm an sich. Wir gehen doch mal rein. Und das Monster erscheint und ist hinter uns her. Und wieder lasse ich einfach alles okay? Nervt mich ab, dass das, wenn ich Pikmin rufe, dass der... Ja, ist logisch, aber es nervt trotzdem. So, ich hoffe, dass die Gegner, die Punktkäfer, nicht wieder aufgekreuzt sind. Die können ruhig mir Nektar geben und so. Reicht schon. Beeilt euch! Wollte gerade sagen, ich vermisse da was. Mann, gibt Gummi! Wir sollten auch die Papiertüte mal runterschubsen, dass wir die Abkürzung hier nehmen können. Hier rechts wäre dann Abkürzung. Aber ich krieg's ja nicht hin. Irgendwie. Ich bin zu blöd dafür. Okay, Punktkäfer sind noch weg. Halleluja! Eine große Punktkäfer wurde ohnehin von der Kreatur verschlungen. Das sah ziemlich böse aus. Was ist denn hier jetzt links? Gibt Stoff! Ja, sicher, die Bomben werden wir brauchen. In der Zwischenzeit können die ja antanzen. Okay, die kommen tatsächlich. Bin ich froh. Yes. Also es läuft noch plan momentan. Kommt raus, schnappt euch die Dinger. Alles klar? Ne, die wollten noch nicht alle. Aber okay. Kreatur? Das war keine Bestellung, das war eine Frage. Hm.
Probiert's! Nee, die können nicht. Komm, ihr. Und? Ich hoffe, wir haben es mal aufgehalten. So, da ist die Brücke. Da ist das fehlende Pikmin. Haltet euch fern. Was war hier Schönes? Nichts großartig, ne? Die Scherben jedenfalls befanden sich dort hinten. Wir versuchen es hinzukriegen. Yo. Noch irgendwelche Fragen? Müssen wir uns im Kreis drehen? Oder? Nein. Tja, was tun, Freunde? Also was für ein Olimar-Fan kann man denn sein, um so zu übertreiben? Kommt er hier durch überhaupt? Was hier kaputt machen würde. Das Gute ist ja, er ist nicht der Schnellste. Gibt Gummi. Ach, die nehmen auch noch die Abkürzung. Das ist natürlich doof jetzt. Ihr Leute. Alle mal zum IQ-Test anmelden, bitte. Wir müssen definitiv irgendwas Taktisches machen. Wir werden mit Brittany hier langlaufen. Damit die anderen halt die Scherben transportieren können. So, gut. Warte mal, die anderen müssen... Alle weg! Na toll. Ja. Nee, es ist komisch, ich wäre, aber ich kann die ja nicht trennen oder nicht mehr aufnehmen. Egal, drehen wir halt noch eine Runde. Kommt ihr, seid ihr schnell genug überhaupt? Ihr könnt auch zu 10 tragen, ist kein Problem. Und du? Lust auf Suizid? Nein? Dann komm mit, verdammt! Da chillen auch noch ein paar. Geile Sache. Have fun. So. Würde mich interessieren, ob die Kreatur eher den Rückweg... Ah, ihr müsst auch noch graben, oder was? Wo ist das? Ach, komm schon! Beeilt euch! Was ist das Letzte? Schaffen sie es? Klingt so. Das könnte aber das Geräusch von dem anderen Ding sein. Von dem Erdloch, das glaube ich nämlich eher. Kommt da raus! Alles Kacke! Komm weiter. Retten, was zu retten ist. Nee, oder? Mein Hassgegner. Sind jetzt alle durch? Das macht mich kirre. Brittany? Kannst du irgendwie fliehen? Hier haben wir etwas. Okay, Logbuch 9.
Diese Kreatur muss etwas an mir finden. Ich bin wohl nicht in Gefahr, doch lässt sie sich auch mich auch nicht gehen. Mit Hunden bin ich schon immer ausgekommen, doch eine Kreatur, die wie ein Schatz aus flüssigem Gold aussieht. Ach, ich bin müde. Mein Anzug versetzt mich wieder in Schlaf. Die Kreatur ist ja hinter mir her. Okay. Komm, Charlie. Charlie? Okay. Ja, lauf rein. Dann lass es. Was geht denn hier ab? Pikmin? Pikmin? Sie kommen tatsächlich. Oh Mann! An einem dunklen Ort entdeckte ich eine Blume, die mir bekannt vorkam. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist dies eine Lumino-Blume, die ihre Blüten öffnen, sobald sie Licht ausgesetzt wird. Dies würde bedeuten, dass es eventuell in der Nähe eine starke Lichtquelle gibt. Okay, ich verstehe, was wir hier machen müssen, aber... Da sind die Pikmin. Wir sind definitiv in eine Sackgasse geraten. Reicht das, wenn wir die Pilze anmachen? Werden wir definitiv tun. Folget mir! Aber wenn man tausendprozentig hier mit den Gelben lang muss. Der arme Olimar, was der schon wieder mitmachen muss. Ich frage mich nur, wo wir landen. Jetzt lecko mio, ey! Dieses Gebiet ist so zum Haare raufen. Was ist denn jetzt? Ich bin im Kreis gelaufen. Kann ich zurück? Ist der mir irgendwie gefolgt? Ich weiß aber nicht, wo lang. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, Mann. Okay, Pikmin. Sehen, von welcher Seite es kommt. Aber ich bin jetzt gerade pessimistisch. Ich fühle mich verfolgt wie von einer Nacktschnecke. Aber er ist blöd. Los! Wir sind zurück zu den anderen finden. Beziehungsweise... Okay. Schnell zurück. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, da läuft die Zeit auch schon wieder langsam ab. Heiliges Hackfleisch. Okay, okay, okay. Hier bin ich lang gelaufen, ne? Es hat alles seine Richtigkeit. Gut. Wir haben zwei Wege. Leck mich. Wäre ich mal gleich hier lang gelaufen. Dann wüsste ich, wie der Hase läuft. Aber macht nichts. Wir wissen, was wir hier tun müssen. Wir müssen in diesem Turm einfach alles, was wir können, irgendwie abrufen. Alles hört auf mein Kommando. Was ist hier dahinter? Nee, oder? Dann guten Appetit. Da können wir wieder Nektar machen. Jetzt nervt mich doch mal nicht. Bin ich total verblödet? Nope. Bist du blöd oder drehst du um? Das wäre übrigens cool, wenn ihr wiederkommen würdet. Das wäre nur so ein Vorschlag. Ja, nimm dir, Olimar. Freunde, es ist... Wir haben wieder ein bisschen mehr gemacht. Aber unterm Strich... kriegt man das nicht an einem Tag hin. Jedenfalls blind auf keinen Fall. Da Olimar ohnehin nicht in Gefahr ist... macht mir der jetzt nicht ins Hemd. Warum habt ihr die Bombe gezündet?
allerorts. Boah, mich echt verkohlen in letzter Zeit. Davon fragen, wo das jetzt wieder lang führt. Unfassbar. Hier sind Bomben gefragt. Ich glaub's doch nicht! Eine Abkürzung. Wenn ich diese Wand einlassen ließe, wäre die Zeit, die man bräuchte, um diesen Ehrengarten zu entkommen, enorm verkürzen. Steinbomben. Haben wir doch. Haben wir noch? Eine. Eine verdammte kleine Mistbombe, Mann. Da haben sich was einfallen lassen mit dem Gebiet, ey. Ganz im Ernst. Ah, ich verstehe. Hier sind wir. Ich verstehe. Es ist schade, dass die Bomben eben in die Luft gegangen sind. Hätten wir das eingerissen, könnten wir ganz vor anfangen. Uns bis dorthin begeben. Gut, wir sind ein bisschen schlauer geworden. Werden halt flüchten, was das Zeug hält. Mit gelbem Pigment da vorangehen in die Höhle und da Licht machen. Und dann hoffentlich weiterkommen. Und mit Bomben die Abkürzung schaffen, definitiv. Aber wir können immerhin die kleine Abkürzung schon mal nehmen. Über die Papiertüte. Eieiei. Aber wenn wir das tun, bekommen wir keine Bomben. Ach, was für ein Kreislauf des Lebens. Freunde, es tut mir echt leid. Aber ihr merkt ja selbst, was da immer abgeht. Wir haben es zwar geschafft, Olima fast die ganze Zeit bei uns zu behalten, also nicht unnötig zu kämpfen. Aber das ist noch happig. Happig, happig ist das. Richtige Wort. Tag 30. Oh yeah. Pikmin züchten ist auch nicht drinne. Die werden weniger. Werden weniger. Naja. Muss halt mal sein, glaube ich. Endlich haben wir Captain Olima gefunden, aber er wird von einer mysteriösen Lebensform gejagt. Wir müssen ihn zur Trank bringen und diesem Labyrinth entkommen. Das wird der entscheidende Kampf. Leider gibt es hier wohl keine Früchte. Brittany's Moral sinkt, aber wir müssen durchhalten. Okay. Was wird am nächsten Part und Tag geschehen? Finden wir es raus. Freunde, danke fürs Ansehen. Daumen hoch. Bis dann und ciao.